Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, das wir hier in Torghast uns erspielen können. Und zwar, wenn ihr hier nach Torghast reingeht, haben wir ja mittlerweile hier den Spießrutenlauf des Kerkermeisters oder im Englischen Shaylas Gauntlet. Und hier können wir neben einem Pet, einem Mount, auch ein Toy bekommen. Und wie ihr seht, ich bin mittlerweile schon hier durch mit den ganzen Spießrutenlaufdingern. Insgesamt gibt es dann nämlich dann auch 8 Erfolge und ein Meta-Achievement, wenn ihr auch alle anderen Sachen in Torghast erledigt habt. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns als erstes mal das Toy an. Und zwar bekommen wir das Toy, wenn ihr den Spießrutenlauf auf Ebene 2 durchschafft. Das ist ziemlich einfach. Also wenn ihr einen halbwegs equipten Char habt, fliegt ihr da durch. Bis Ebene 4 ist das Ganze ziemlich Freeloot. Solltet ihr dennoch Probleme haben, ich lade euch die Spießrutenlauf 4, 5, 6, 7 und 8 hoch. Das sind die schweren Stufen. Die leichten Stufen sind quasi das gleiche, bloß halt, dass alles wesentlich einfacher ist in dem Fall. Aber wie gesagt, Ebene 2 sollte gar kein Problem sein für den Otto-Normalspieler. So, dann schauen wir uns einmal das Toy an. Was macht das? Bringt euch zurück nach Ring des Schicksals. Sprecht mit einem Gastwort an einem anderen Ort, um euren Heimatort zu ändern. Hat eine Viertelstunde Abklingzeit. Ist einfach schlichtweg ein Ruhesteinersatz. Und zwar, wenn wir das hier einsetzen, seht ihr, haben wir eine neue Animation vom Ruhestein. Wir kanalisieren sowas. Da ist so ein schwarzes Portal quasi. Das sieht so ähnlich aus wie das Portal nach Cortia. Und das ist es eigentlich im Großen und Ganzen. Ihr habt dazu nicht damit nicht einen zusätzlichen Port, sondern der Cooldown vom Ruhestein wird damit auch abgeschlossen. Es ist einfach eine zusätzliche Option. Theoretisch, wenn ihr das Ding euch in die Leiste zieht, könnt ihr den Ruhestein auch wegschmeißen, spart euch einen Slot im Inventar und könnt euch über das porten. Und von diesen Ruhesteinersatzdingern gibt es extrem viele. Allein bei den Covenants gibt es welche. Hier in Saramortis gibt es auch eine neue Version, wo ich auch schon ein Video zu gemacht habe. Und bei allen möglichen Feiertagen gibt es ja auch verschiedene Versionen von diesem Ruhesteinersatz. Ist auf jeden Fall ein ganz nettes Toy, nicht sonderlich schwer zu erspielen. Den Spießrutenlauf könnt ihr mit jedem Char machen ab Patch 9.2. Also da gibt es keine Vorvoraussetzungen, dann könnt ihr einfach so durchstarten. Gut, das war es eigentlich mit dem kleinen Video. Als kleinen Randinformation sollte ich vielleicht noch erwähnen, es gibt auch ein Pet, was ihr im Spießrutenlauf euch erspielen könnt. Das ist das hier, das kriegt ihr schon ab Ebene 1. Und dann gibt es noch eine Schlundratte, einen Mount. Schlundratte, und zwar, wenn ihr dann die Ebene 4 abschließt, gibt es hier die kolossale Schwarz-Klauen-Schlundratte. Die sieht auch sehr schick aus und dementsprechend alles drüber über Stufe 4 ist dann halt nur für Achievements, also da gibt es dann dementsprechend keine anderen Belohnungen, aber ja, wenn ihr das absolviert habt und dann alle anderen Torghast-Erfolge noch erfolgreich abgeschlossen habt, kriegt ihr dann auch noch ein Meta-Achievement. Und für dieses Meta-Achievement gibt es dann den Erfolg Turmstürmer, der auch ganz nett ist. Gut, damit sind wir fertig mit dem kleinen Videoguide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.